Hallo, mein Name ist Marcel Jortmann. Und ich bin Patrick Jortmann. Und wir beide tippen jetzt den 27. Spieltag der Landesliga Arminia. Dann werde ich gleich mal starten mit dem Spiel HEBC gegen HSV 3. Was ich tippe, ist, dass HSV 3 da sich knapp mit 2:1 durchsetzt, weil ich der Meinung bin, dass die momentan im Aufstiegsrennen einfach die klareren Chancen haben und dann auch souverän agieren. Ja, mache ich direkt weiter mit SV Eilische gegen Blau-Weiß 96. Ich denke, Blau-Weiß gewinnt 2:0. Torschützen für Blau-Weiß hier Fabio Bando und mein alter Kumpel Thies Raschke. Ja, bei HR2 gegen Alzertal Langhorn wird sicherlich ein Auf und Ab werden, wobei ich dann da auf ein 1:1 tippen werde. Wieder TSV, Teutonia 05, glaube ich, wird ein 1:1. Torschützen hier für Wedel, unser Cousin Tim Jottmann per Kopf nach einer Ecke. Und dann für Teutonia Frank Saber, auch per Kopf im Duell gegen Tim. Ja, am nächsten Spieltag TWS Pinneberg gegen TSV Sasel tippe ich auf ein klares 0:3 für Sasel, weil ich meinem Freund Benedikt Neumann-Schirmeck da auch die besten Voraussetzungen fürs nächste Jahr wünsche. Mache ich weiter mit TuS Osdorf gegen FC Elmshorn. Tippe ich auf ein 3:0 für Osdorf. Doppelpack hier Antonio Ude und ein Fernschuss-Glückstor von Eddie Morten-Enderle. Beim Spiel Germania Schnelsen gegen VfL Pinneberg 2 wünsche ich meiner alten Truppe vom VfL alles Gute und tippe auf ein 0:2 und sage, dass Stefan Kuhlmann dort mit dem Doppelpack den Dreier nach Pinneberg holt. Und schlussendlich tippe ich dann noch unser Spiel, und zwar FK Nikola Tesla gegen Unstura Haxheide, wobei ich da auf ein 0:2 für uns tippe, dass da Dennis Tokoglu und Frederik Sapong uns dann zum Sieg schießen werden. Und ich tippe da bei dem Spiel auf ein 1:1. Warum? Weil ich Tesla stark finde. In der Rückrunde.